Erfurt, die 213.000 Einwohner zählende Großstadt an der Gera, ist nicht nur die Landeshauptstadt von Thüringen, sondern seit Dezember 2017 auch der bedeutende Umsteigeknoten in der Mitte von Deutschland. Der Erfurter Hauptbahnhof liegt 400 Meter südlich der sehr sehenswerten Altstadt, die mit 3 Quadratkilometern die flächenmäßig größte in ganz Deutschland ist. Besonders macht den heutigen Erfurter Hauptbahnhof aber nicht nur seine verkehrstechnisch bedeutende Funktion, sondern auch die Architektur des Daches und die Anordnung der Bahnsteige. All diese Besonderheiten haben sich aber erst im Laufe der Zeit entwickelt, weshalb wir uns zuerst kurz die geschichtliche Entwicklung des Bahnhofes anschauen wollen. Der erste Erfurter Bahnhof wurde zwischen 1846 und 1852 errichtet. Der Bahnhof wurde innerhalb der Stadtbefestigung gebaut, wobei diese durchtunnelt wurde und die Gräben mit Holzbrücken überspannt wurden, was aus damaliger Sicht den Vorteil hatte, den Bahnverkehr im Angriffsfall schnell unterbrechen zu können. Nachdem in den folgenden Jahrzehnten immer mehr Strecken eröffnet wurden, war der erste Bahnhof zu klein, weshalb von 1887 bis 1893 der heutige Erfurter Hauptbahnhof errichtet wurde. Das Gebäude des ersten Bahnhofes existiert im Übrigen heute noch. Es liegt 30 Meter östlich des heutigen Bahnhofsgebäudes und wird von der Deutschen Bahn genutzt. Der neue Bahnhof, der dann 1893 eröffnet wurde, bestand aus einem Gebäude in Insellage und einer Vorhalle. 1992 wurde der Bau der Neu- und Ausbaustrecke Nürnberg-Erfurt-Leipzig-Halle-Berlin, auch als Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8 bekannt, beschlossen. Damit stand fest, dass Erfurt zum neuen Knotenpunkt der Fernzuglinien München-Berlin und Frankfurt-Dresden wird. Dafür musste der Hauptbahnhof und die Gleisvorfelder aber komplett umgebaut werden. Bereits 1999 erfolgte der Ersatz der 16 alten Stellwerke durch ein neues elektronisches Stellwerk, kurz ESTW, das inzwischen von der Betriebszentrale in Leipzig fernbedient wird. Von 2002 bis 2008 wurde der Hauptbahnhof dann komplett umgebaut, wobei nur die Vorhalle bestehen blieb. Das Inselgebäude und die alte Bahnsteighalle wurden abgerissen. Neu gebaut wurde ein bis zu 20 Meter über den Gleisen liegendes, zweiteiliges, 90 Meter breites und 154 Meter langes neues Dach. Der Gleisplan im Hauptbahnhof wurde ebenfalls für die Anforderungen eines neuen Umsteigeknotens optimiert. So liegen im neuen Erfurter Hauptbahnhof 14 Gleise, wovon 10 einen Bahnsteig haben. Von den ICE-Bahnsteigen 1, 2 und 9, 10 gelangt man jeweils zwischen den Abschnitten C und E über eine Rolltreppe, feste Treppe oder einen Aufzug runter in die Einkaufs- und Servicepassage. Zwischen den Abschnitten B und C führen ausschließlich feste Treppen zum Stadtbahn- und Busbahnhof. An zwei Außenbahnsteigen besteht hier Anschluss zu 5 Stadtbahnlinien und 3 Stadtbuslinien. Zwischen den ICE-Bahnsteigen liegt ein sehr breiter Mittelbahnsteig, an dem die durchgehenden Gleise 3 und 8 entlanglaufen. Die westlichen Bereiche außerhalb der Halle werden Gleis 3a und 8a genannt. Zwischen 3a und 8a liegen die Stumpfgleise 6 und 7. An deren Ende liegen ebenfalls feste Treppen hinab zum eben erwähnten Stadtbahn- und Busbahnhof. Ein paar Schritte weiter in die Halle führt eine feste Treppe zur Einkaufs- und Servicepassage. In der Mitte des Hallenbereiches stehen Aufzüge bereit. Auf der anderen Seite der Halle führt eine kombinierte Roll- und feste Treppe hinab in die Passage. Auf dieser Seite liegen auch die Stumpfgleise 4 und 5. Schauen wir uns nun den Empfangsbereich für die Reisenden einmal genauer an. Dieser befindet sich komplett unterhalb der Bahngleise. Er teilt sich auf in 2 kreuzende Passagen und eine angrenzende Halle. Die Fassade der Halle präsentiert sich noch in der ursprünglichen Sandsteinoptik. Eingänge gibt es am Willy-Brandt-Platz, an der Bahnhofsstraße
sowie über einen Steg auch an der Schillerstraße. Im Empfangsbereich trifft der Kunde 7 Restaurants und Imbissstände, 3 Cafés, 7 Bäckereien, eine Fleischerei und 10 Einkaufsläden an. Hinzu kommen eine DB-Information, ein DB-Reisezentrum, das Abellio Kundencenter, ein Fundbüro, eine Bank, eine Apotheke, Toiletten und Schließfächer. Unter dem Willy-Brandt-Platz ist eine Tiefgarage mit 286 Autoparkplätzen untergebracht. In 100 bis 200 Metern Richtung Nordosten sind die Stationen der Regional- und Fernbusse erreicht. Die Taxis erwarten die Reisenden direkt am Bahnhofsvorplatz. Für die sportlicheren Fahrgäste bietet der Bahnhof auch 2 Stationen für Fahrräder. Wie gefällt euch eigentlich der Aufbau und die Architektur des Erfurter Hauptbahnhofes? Schreibt es mir rein in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Züge hier alle starten, dann könnt ihr jetzt auf das Video in der Mitte klicken. Vielen Dank fürs Zuschauen.